Warte mal, wie muss denn das jetzt? Da sind zwei hintereinander. Oben müssen drei nebeneinander. Oben drei nebeneinander müssen. Okay, ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht verstanden. Hä? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, okay. Es sind genau so viele Punkte hier auf dem Ding wie auf der Zeichnung. Das ist schon mal ein Start. Okay, jetzt... Die ersten beiden nach unten. Fangen wir mal damit an. Fangen wir damit mal an, dass wir die ersten beiden nach unten drehen und arbeiten uns von da aus dann weiter. So, der nächste in der Reihe ist jetzt nämlich so schräg darunter. Das ist aber, glaube ich, der hier. Auch, aber das macht keinen Sinn. Ich drehe den mal wieder nach da unten. Ich kann das nicht hiermit reproduzieren. Nicht so, wie sich das dreht. Ich verstehe es nicht. Mein Gehirn ist so doof für so einen Scheiß. Wenn ich den... nach oben setze, damit er mit denen hier eine Reihe bildet. Und dann zwei nach unten. Ah! Okay. 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 Ich bekomme einen vorsintflutlichen Pömpel. Danke. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass ihn das genau auf die Stirn trifft. Wird das beides in den gleichen Raum? Ach, da drüben ist keine Tür auf. Ich dachte, die wäre auf beiden Seiten aufgegangen. Nee, okay, alles gut. Die Taschen aber bringen kaum was, ne? Zumindest hier unten in diesen Ruinen. Die Zeichnung oder das Symbol auf dem Fußboden? Okay, ich kann mit der Zeichnung an der Wand eh nichts machen.
Und was haben wir jetzt hier? Achso. Entschuldigung. Das bin ich doof. Heute bin ich echt doof. Es tut mir leid. I finally found it. This mural is depicting the continents in the middle. Jurassic era, I believe. This is marvelous, as well as overwhelming. The light from the device is obviously showing the locations of the ancient Conariums. Yes, it definitely is so, for I've known two of these places from the detailed petroglyphs in the secret halls beneath the Khafre's pyramid. But they all had gone now. Even their ruins had been crumbled under the waves of human cruelty and the merciless time. But this lowermost landmass is what we call Antarctica today. It is most probable that the structure that holds the Conarium is mostly enduring still today. Ja, und dieser Lichtschein auf dieser kleinen Karte an der Wand, der ist auch genug, um ganz genau herauszufinden, wo sich diese Ruinen befunden haben und dieses kleine Gerät in der riesigen Antarktis zu finden und genau da das Forschungslabor aufzustellen und die Ausgrabung zu machen. In den 1920ern. Na gut, 1940, aber trotzdem. Nein, 1920er, ne? Na, warte mal, falsche Taste. Achso. Ja, nee, ist klar. Okay, gehen wir jetzt wieder raus, oder was? Wir haben die Informationen, die wir wollten, oder brauchen wir noch irgendwas? Uh-oh. Uh-oh. Better leave this place immediately. Yeah. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich guck auch gar nicht erst hin. Was? Hä? Ich hätte vielleicht doch hingucken sollen. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich meine, ja, ich weiß, was da zum Schluss passiert ist, aber was war denn das jetzt, was das da gejagt hat? Ich bin leicht verwirrt. Aber das bin ich in diesem Spiel schon länger, ja, also ist nicht weiter schlimm, kriegen wir schon geschissen. Ich setze mich mal wieder anders hin. Nur falls ihr euch wundert, was dieses Geknarzen zwischen euch immer ist, ich sitze ja hier mit so einem schönen Ledersessel. Ja, wahrscheinlich eher Kunstleder, aber ich weiß es nicht. Habe ich geschenkt gekriegt, den Sessel, vor Jahren schon. Da die Katzen den ganz schön auseinandergenommen haben inzwischen. Nee, es ist nicht mal Leder, glaube ich. Es ist irgendwelcher Kunststoff. Aber die Katzen haben den ganz schön auseinandergenommen und deswegen steht er hier im Arbeitszimmer da versteckt, wo die Gäste den nicht so schnell sehen. Deswegen benutze ich den hier beim Aufnehmen, aber jedes Mal, wenn ich mich bewege, ne, es knarzt halt alles wegen diesem Stoff. Es tut mir leid. Ich muss mir bei Gelegenheit muss ich mir mal was anderes besorgen. Ich gehe da. Ich mache nicht wieder den gleichen Fehler. Vorher gespeichert. So, jetzt sind wir wieder in der Forschungsstation, okay? Und wir dürfen diesmal nicht bei Blake rein. Und auch nicht bei Barlow. Wir haben keine Taschenlampe dabei. Und kriegen anscheinend auch keine. Gut, gehen wir jetzt zu Faust oder zu Gilman? Wir gehen zu Gilman. Und das sieht ehrlich gesagt sehr verstörend aus hier. Ich weiß nicht so genau, was ich davon gerade halten soll. Aber wir haben unser Tagebuch wieder. Dann gucken wir nochmal. Das letzte Mal, als wir hier in den Tagebucheinträgen waren, da ging es bis 19, glaube ich, ne? Okay, hat sich die Dinger notiert hier. Ach,
das ist. Ich dachte, das ist ein Gang, aber es ist ein Spiegel. Oh. What happened to me? This is the price we must pay for our transgressions. The price to be paid for breaking away from the limits of mortal flesh and delving into arcana of consciousness that few have trod. What the hell is going on? You were naive for suppressing our truest aspirations. Such earthly fear of improbability detached you from our absolute purpose. I definitely lost my mind. Ja, das rede ich mir auch schon seit längerem ein. Und wo sind wir jetzt schon wieder gelandet hier? Aber wenigstens haben wir jetzt eine Taschenlampe. Das ist ja immerhin etwas. Das Ding pulsiert ja sogar. Gott, nein. Nein, 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 nein. Das ist alles gar nicht wirklich hier. Fliegen hier überall und. Aber wo kommen diese Tentakel her? Sind die einfach. Aus dem Wasser. Natürlich kommen die Tentakel aus dem Wasser. Wo sollen die auch sonst herkommen? Aber das Biest selber sehen wir nicht, ne? So ein bisschen was von. Wie hieß das in Skyrim? Dieses Reich des verbotenen Wissens da? War doch auch überall Tentakel und sowas. Ach nee. Guten Tag. Oh God, what has happened to him? Dr. Faust, can you hear me? Are you all right? Yes. I can scarcely hear you. How terrific is the price of a single glimpse behind the veil of nature. Frank, we've sought to escape from the tedium and limitations of waking reality into beckoning vistas of fabled avenues of other dimensions. But did it work? Or was all in vain for us to begin with? I lost my sight and I cannot feel my legs anymore. Our bodies are falling apart under such alien sensations of this accursed device we used to open forbidden doors of time and space. And I feel every part of my body is failing fast. Have no power within me to resist my downward course now. So you have to move on. There is no other way. Reach the ancient Conarium and shed your deteriorated skin. Else consume some of this.
light will ease your pain. But eventually you will end up like me. And I have such Dr. Faust! Dr. Faust! He is dead. Da war es noch einer. Oh Gott. Der leuchtet. Was ist das hier? Möchten Sie den Versailles zu sich nehmen? Nein, möchte ich nicht. Er hat ja gerade gesagt, wir sollen weiter und das antike Konarium finden, um unsere sterbende Hülle abzustreifen. Oder, ich habe nämlich auf das Englische gehört, ich habe gar nicht gelesen, was da unten stand. Oder, alternativ, wenn wir das hier zu uns nehmen, um die Schmerzen zu lindern, aber dann werden wir so enden wie er. Und ich, nein, das machen wir nicht. Guck mal hier, den Koffer, den kennen wir. Also weiter. Immer noch ein Stückchen weiter. Ist das eine Hand? Das ist definitiv eine Hand. Warum liegt hier eine Hand? Muss ich mir Sorgen machen, kommt jetzt Bosskampf oder was? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Spiel hier sowas hat. Das geht ja mehr so in Richtung Everybody's Gone to the Rapture oder The Vanishing of Ethan Carter oder auch Layers of Fear in seiner Darstellung, in seiner Art und Weise, seiner Präsentation. Mit eher wenig, was wirklich gefährlich ist und mehr so verstörender Horror. Hier sind relativ viele Hände überall platziert. Das sieht fast schon aus wie so eine Art Altar oder sowas.